Länderspielzeit ist Testspielzeit. Der erste FC Union Berlin trifft auf den Drittligisten, den Chemnitzer FC. Und das Ganze findet in Hoyerswerda statt. Der Grund: 100 Jahre Fußball in der Stadt. Und die Vorzeichen könnten nicht unterschiedlicher sein. Die Unioner nach dem Sensationssieg gegen Borussia Dortmund und 4 Punkten aus 3 Bundesligaspielen mit Höhenluft. Und Chemnitz, ja, mehr Chaos geht nicht. Gerade am Mittwochabend haben Sportdirektor und Trainer David Bergner ihren Abschied verkündet. Heute auf der Bank Sreto Ristić, bislang Co-Trainer und er ja auch kein Unbekannter. 82 Spiele und 22 Tore für Union. Er wird hier freundlich begrüßt. Union mit dem zweiten Anzug. Felix Groß hier auf Sebastian Polter. Das geht ja richtig gut los und die Szene noch nicht vorbei. Polter an den Pfosten und Torhüter Joshua Mross lenkte den noch ab. Und hier nochmal Ken Reichel. Schöne Chance. Doch auch tolle Abwehr von Mross. Wir sehen nochmal den ersten Aluminiumtreffer von Sebastian Polter. Die Chemnitzer verstecken sich keineswegs. Schöner weiter Ball. Das ist Thomas Doyle. Tuma lenkt weiter und Philipp Posina reklamiert und dann Erich Tallich auch ans Aluminium. Husina ja auch Ex-Unioner, gerade am Dienstag erst verpflichtet. Man sieht's hier, ganz klares Handspiel von Parensen. Hätte Elfmeter geben können und müssen. Und hier nochmal Erich Tallich. Er trifft nur den Pfosten. Chemnitz im Aufbau, dann ganz schlimmer Rückpass. Und wer ist da? Natürlich Polter. Polter zum zweiten an den gleichen Pfosten. Über 1800 Zuschauer sorgen für eine tolle Kulisse. Und die sieht, dass sich mal Suleiman Abdullahi rechts stark durchsetzt, in die Mitte flankt. Und Schopenhauer fast mit dem Eigentor. Suleimani Abdullahi, ja, ein feilschneller Spieler. Union schwimmt sich langsam frei mit dieser ganz tollen Kombination. Und da ist es Akaki Gogia, doch den verzieht er noch klar. Fischer zufrieden mit der ersten Hälfte. Sie haben auch gut trainiert in der Woche. Na, das kann ja nur besser werden. Hinein in Durchgang 2 und wieder Felix Groß mit einer Ecke. Sebastian Polter unfreiwillig mit der Hacke und 1:0. Julius Kade ist zu Beginn der Saison von Hertha gekommen, bei Hertha ausgebildet und hat auch schon zweimal U19 für den DFB gespielt. Die Chemnitzer schütteln sich kurz. Dejan Bosic auf den zweiten Neuzugang neben Philipp Husina. Noah Awuku, ausgeliehen von Holstein Kiel. Awuku macht das super, müsste schießen, tut es nicht. Und dann kommt der Ball zu Thomas Doyle und Chance vertan. Eine große Chance zum Ausgleich vertan und hinten nachlässig. Und da ist dann Akaki Gogia, 2:0. Gogia, auch schon Bundesligaspieler, hat 12 Spiele für Augsburg gemacht. Der Deutsch-Georgier, ein sehr talentierter Spieler mit vielen Stationen, unter anderem St. Pauli und Dynamo Dresden. Mal gucken, welche Rolle er noch in der Bundesliga einnehmen kann für Union. Und weiter die Berliner. Die Kräfte bei Chemnitz lassen natürlich nach. Und dann natürlich Sebastian Polter. Dritte hochkarätige Chance. Unter den Augen von Sreto Ristić, sein Assistent übrigens sitzend, Christian Tiffert. Union macht das jetzt sehr überlegt. Reichel frei und findet in der Mitte Suleiman Abdullahi. Der Nigerianer, schon mit über 80 Bundesliga-Minuten, ausgewechselt gegen RB und eingewechselt gegen Augsburg. In 19 Spielen vergangener Saison 2 Tore erzielt. Felix Groß, der Standardspezialist, Bruder von Toni Groß, der spielt ja heute Abend. Und wer ist das? Natürlich wieder Aluminium, Sebastian Polter zum dritten. Aber achten Sie mal bitte auf Paul Milde, wie der den mit der Hacke rausholt. Milde eben hinten noch gerettet, vorne jetzt kurz vor Schluss mit der Flanke. Leo Oppermann unterläuft den Ball, Bonga in die Mitte und da ist tatsächlich Rafael Garcia. Der Vorlagengott der vergangenen Saison, 19 Assists in 32 Spielen der Regionalliga Nordost, eigentlich Linksfuß, aber für einen Ehrentreffer reicht auch sein Rechter.
Ein unterhaltsames, schönes Spiel geht zu Ende mit einem verdienten Sieg und am Ende sind alle zufrieden. Ob es jetzt gegen Chemnitz in einem Test oder gegen Dortmund in einem Spiel, wo es um Punkte geht, von daher habe ich, wie ich schon gesagt habe, viele gute Dinge gesehen. Ich glaube, auch heute hat man das eine oder andere gesehen, das noch besser werden muss. Aber von daher bin ich eigentlich zufrieden. Ja gut, ich denke, hier war es ja schon klar zu sehen, wer Erstligist ist, wer Drittligist ist. Ich glaube, dass das Ergebnis in Ordnung geht. Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten, denke ich, alles gegeben. Ja, vielleicht hätten wir uns ein oder andere Tor mehr gewünscht, aber hätten auch ein oder anderes auch bekommen können. Von daher geht es eigentlich in Ordnung. Wir wussten auch, gegen wen wir da spielen, ist ein Bundesligist. Die machen ihre Sache schon gut. Erste Halbzeit, ja, es sind zwar ein paar Chancen haben sie schon gehabt, aber auch die haben wir leidenschaftlich verteidigt und auch ein bisschen Glück gehabt. Aber ich bin im Großen und Ganzen ganz zufrieden mit der Leistung, die wir heute geboten haben. Ja, am Ende eines gelungenen Abends sind alle zufrieden. Sreto Ristić, mal gucken, ob er noch beim Auswärtsspiel in Unterhaching am 16. September Trainer ist. Er ist es auf jeden Fall. Urs Fischer hat gesehen, der zweite Anzug passt. Das kann ihm Hoffnung machen für das nächste Heimspiel gegen Werder Bremen am 14. September. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die Kick TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.